Wassermarsch. Der künftig größte künstliche See Deutschlands wird wieder geflutet. Jede Sekunde fließt nun ein Kubikmeter Wasser in den See. Wegen des trockenen Sommers und dem daraus folgenden Wasserdefizit ist letztes Jahr im Mai die Flutung zunächst unterbrochen worden. Da die Talsperre Spremberg jetzt wieder ausreichend gefüllt ist, kann das Wasser an den Ostsee abgegeben werden. Während der Flutung besteht in den gekennzeichneten Bereichen Lebensgefahr. Es ist das generelle Betretungsverbot zu beachten.